Hello people! Willkommen zum wahrscheinlich letzten Part vom Let's Play Jurassic World 4. So, jetzt müssen wir das Level noch machen. Final Stage. Und wir haben nur 200 Sekunden Zeit. Das ist eine tolle Final Stage. Okay. Oh Gott, keine Hammerspinner. Vielleicht meinen die das mit Final Stage, weil die Hammerspinner besonders aggressiv sind. Und deshalb nimmt man sowas gleich als Final Stage. Aufgrund der blöden Hammerspinner. Wow, shit. Da ist schon wieder einer. Ach, doof. Na gut. Man sollte hier schon aufpassen, glaube ich. Miau. Und? Ja, das ist schon das Ziel. Oh, und warum gibt es so kurz vorm Ziel noch einen Yoshi? Ich weiß es nicht. Naja. Warpstar. Und ja, jetzt haben wir die farblich geänderte Oberwelt. Soll ich nochmal durch alle Maps gehen? So. So sieht das aus. Scheiße, da wollte ich gar nicht rein. So sieht das aus. Und die Eiswelt, das sieht ja gar nicht mehr nach Eis aus, sondern eher nach Schokolade. Aber die Level sind immer noch Eis. Ich finde, Nintendo hätte das so machen sollen, dass sie auch die Palette von den Leveln verändern, weil das würde dann besser kommen, wisst ihr? Na gut, jetzt machen wir Bowser's Castle. Also, falls es wieder verschiedene Räume gibt, so wie im Sequel 3, werde ich die dann alle zeigen. Leute, ups, Entschuldigung. Leute, falls nicht, dann werde ich einmal die Front Door machen und einmal die Back Door. Weil ich möchte alles zeigen. Hilfe. Sorry für den Nieser. Es tut mir so leid. Shit. Shit, das war blöd. Nochmal. Jupp. Und? B. Blöd, blöd, blöd. Ach, das ist doch nicht nett. Steht irgendwas Brauchbares drin? Nee, nur Japaner-Kram. Aber an den Japaner-Kram haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt, möchte ich sagen. So. Obwohl, warum war die Final Stage eigentlich so lappig? Fragezeichen. Ich meine, bei einer Final Stage erwartet dann man doch normalerweise etwas Großes, etwas Schweres, etwas was weiß ich was. Etwas Herausforderndes, aber nicht so was Leichtes. Das einzige Herausfordernde in diesem Level waren vielleicht die Hammerbrüder, aber mit der richtigen Taktik kann man die auch relativ gut austricksen. Ach doof. Mein Gott, hier sind mir schon wieder zu viele Sprites. Zu viele Sprites! Oh Gott, da kommt wieder ein Viech raus. Nee, da unten ist ein Viech. Ich dachte, das Viech ist da. Schon da oben. Okay. Was haben wir hier? Wehe, hier kommt erst dieses komische Zeug. Okay, hier braucht man wirklich alle vier Switches. Sehe ich das richtig? Oh Gott. Ohne Feder wäre das hier die Hölle. Ein Schmerz im Arsch, wie die Engländer oft sagen. Also wörtlich übersetzt. A pain in the ass. Wäre das dann. Okay. War es das schon? Okay. Okay, hier gibt es auch immer einen Pilz. Okay, ich glaube, es gibt vier Räume. Also für jeden Switch Palace einen. Könnte das sein? Weil hier braucht man wirklich alle vier Dinger, um das Spiel zu beenden. Also, sowas gefällt mir auch, weil Spieler werden praktisch dazu befohlen, dann nach Secret Exits zu suchen. Ich meine, ja. Ich meine, das einfach so durchspielen kann doch jeder. Aber... Juppa! Nee, nee, nee. Okay, jetzt haben wir noch einen Eisabschnitt. Den müssen wir auch irgendwie schaffen, aber leider geht das nicht. Oh Gott. Das sieht mir auch ziemlich gemein aus hier alles. Scheiße! Oh Gott, man rutscht förmlich in diese Stacheln rein. Wetten wir sterben jetzt? Nö, jetzt nicht. Aber gleich! Ja, genau, hier sterben wir. Ach. Sollen wir es nochmal probieren mit diesem Level? Ich weiß ja nicht. Ach Leute, wisst ihr was? Ich glaube, wir lassen jetzt dieses Final Castle sein und versuchen jetzt mal die Backdoor. Ich glaube, ich habe genug davon gezeigt, hoffentlich. Weil, ja. Man hat es ja gesehen. Weil ich glaube, danach wäre ja eh der Bowser gekommen, wegen den vier Switches und so was. Nein! Och, Menno! Woher soll ich wissen, dass da so ein scheiß Koopa-Jump kommt? Das ist die Strafe dafür,
dass ich diesen Hack jetzt nicht komplett gezeigt habe, aber egal. Egal. Nee, Leute. Ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder bis dahin zu spielen und dann wieder da zu verrecken und dass das dann immer so weitergeht. Darauf habe ich null Böcke, um ehrlich zu sein. Von daher lassen wir das jetzt. Und hier haben wir schon die Bosstür. Warte mal, was steht hier drin? Und warte, es wird kurz hell, wenn wir die Messagebox drucken. Okay, wir drucken die Messagebox. Wir drücken sie nicht, sondern wir drucken sie aus. Bis da, gedruckte Messageboxen schmecken immer am besten. Also auf denen kann man am besten schreiben und sowas. Ja, ich laber nur Scheiße, aber trotzdem. Es ist mir wurscht, ob ich Scheiße laber oder nicht. So, jetzt haben wir diesen alltäglichen Standard-Bowser-Kampf. Den gibt es leider in den meisten Hacks, kann ich auch nichts dran ändern. Aber ich werde den jetzt komplett zeigen. Einfach der Vollständigkeit halber. Boah, fucken, wieso habe ich denn da jetzt so riesen Probleme? Wieso schmeiße ich die Viecher immer an dem vorbei? Ah, doof. So, toll, jetzt habe ich das Ding rausgeschmissen. Ach, Black und Jupe. So, und jetzt klappt das ja nicht mehr. Blödikowski. Help! So, komm her. Doof. Ja, das sehen wir echt nicht gut aus hier. Komm her und stirb. Miau. Scheiße. Ja, hier gibt es wieder unseren wunderschönen Pilz. Und jetzt geht's weiter. Oh Gott, jetzt stampft der Sack so rum. Aber auch das dürfte man inzwischen schon kennen. War es das schon? Och, Menno. Och, Menno. Dankeschön fürs Werfen und stirb, Bowser. So, Bowser ist verreckt. Endlich. Gut. Oh, jetzt knutscht Peach Mario mal wieder, wie üblich. Und Mario wird ganz rot. Oh mein Gott. Marios Abenteuer, bla bla bla. Das ist der gleiche komische Text, den schon jeder kennt und so. So. Sind die Credits irgendwie verändert? Mein Director Takashi Tezuka, bla 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 bla. Die Credits scheinen nicht verändert zu sein. Oder täusche ich mich da? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal drüber. Also eine Sache war zumindest bei Sigworld 3 verändert. Aber bei Sigworld 4 hat er das wieder unverändert gelassen. Aber warum haben die Yoshis eigentlich so komische Posen? Das sieht aus, als ob die kacken würden. Also als die geschlüpft sind. Oder soll das nur das Eier auskacken von denen darstellen? Naja. Okay, diese Gegner-Screens sind ja auch generell eher unverändert. Von daher überspringen wir die. Weil wir haben das ja schon im Originalspiel durchlaufen lassen. Da braucht man das nicht auch noch in diversen Hacks zu tun, wenn dann das eh immer das gleiche ist. Falls dieser Endscreen von den Gegnern ja tatsächlich mal anders aussehen sollte, werde ich den auch natürlich durchlaufen lassen. Aber dieses Jahr hier anscheinend nicht der Fall. So Leute, damit wäre auch dieser Super Sigworld-Teil abgeschlossen. Also schon mal eine deutliche Verbesserung. Also der vierte Teil ist nochmal ein bisschen besser als der dritte, was einfach daran liegt, dass Sig hatte wirklich Ideen. Er hatte ein komplexes Overworld-System und sowas mag ich auch. Also und das macht auch die Sigworld-Serie oft einzigartig, weil ich solche komplexen Overworld-Systeme oft in Kinex gesehen habe. Und die Level passen auch wirklich zu der Overworld und bieten zusammen eine gute Atmosphäre, finde ich. Und das ist auch der Grund, warum ich die Sigworld-Serie eigentlich so mag. Also es strahlt die Atmosphäre eines Originalspiels aus, also so ein typisches, nicht nur Nintendo-Feeling, sondern irgendein spezielles eigenes Feeling, das nicht Nintendo-Feeling ist, ich weiß nicht. Ich finde es einfach klasse. Und das ist der erste Teil, der wirklich in diese Richtung andeutet, meiner Meinung nach. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber dass dieser Hack langweilig ist, könnt ihr nicht behaupten, weil immerhin, vor allem in der letzten Welt und in der Special World, hatte Sig einige kreative Ideen, was man mit Vanilla noch so alles anstellen kann. Und die hat er auch mit Bravour irgendwie gut umgesetzt, finde ich.
Also meckern kann ich hier absolut nicht. Sorry. Falls doch, dann möge man mir es bitte in die Kommentare schreiben. Aber ich werde weiter in Sigworld Let's Playen. Daran könnt ihr mich jetzt nicht hindern. Obwohl, ich glaube, jetzt machen wir eine kleine Sigworld-Pause. Wir spielen stattdessen andere japanische Hacks, weil die wollte ich ja noch parallel dazu irgendwie laufen lassen. Und ich habe auch schon eine Idee, was ich spielen werde. Ja, verraten werde ich euch das natürlich noch nicht, aber ihr werdet das ja später sehen, was ich vielleicht noch spielen werde. Also einen Tag später müsste der erste Part von neuen Hack hochgeladen sein. Leute, was kann ich sonst noch dazu sagen? Eigentlich kann ich nichts weiter dazu sagen. Das war's dann soweit und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss!